Farblinge ganz schnell frei Schnauze. Und zwar nehmt ihr dafür einfach Hülsenfrüchte eurer Wahl. Die können aus der Dose sein oder selber gekocht. Ich habe hier so einen Mix aus Erbsen, Kidneys, Weißenbohnen und Linsen. Das ist einfach so ein Mix eben. Ihr könnt aber auch Kidneys nehmen oder Kichererbsen oder wichtig ist, dass man das so ein bisschen weich manscht. Ich habe jetzt hier mal Handschuhe angezogen, damit es dann einfach schneller zum Manschen geht. Ist einfach eine ganz leichte Geschichte. Und jetzt tut man da einfach alles rein, was einem gut schmeckt. Also ich mag zum Beispiel ganz gerne Tomatenmark drin. Also da gebe ich eine gute Portion rein. Ihr könnt auch Paprikamark reinmachen. Oder Senf oder eben alles. Also das ist eine richtig gute Sache. Dann gebe ich dazu noch richtig viel Paprikapulver. Also ich mache es heute wirklich ganz pragmatisch, ganz einfach. Dann Oregano, ihr könnt noch Petersilie reintun und Basilikum. Und also eurer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Dann braucht ihr natürlich Salz, dass ein bisschen Geschmack natürlich ankommt. Und Pfeffer. Ich liebe frischen Pfeffer und die Mühle darf ich dann abwischen. Habe ich schlau gemacht. Und dann braucht ihr noch irgendwas zum Binden. Das können sein Mehl oder Haferflocken fein gemahlen. Dann kann das hier Johannesbrotkernmehl sein, das kann Speisestärke sein. Ihr braucht, es könnte sogar ein Ei sein, wenn ihr jetzt nicht vegan seid. Ihr braucht auf jeden Fall, oder Kichererbsenmehl geht auch ganz gut, Sojamehl. Irgendwas, was die Masse eben bindet. Ich habe mich hier für Johannesbrotkernmehl entschieden. Und da gebe ich einfach so ein bisschen was rein und dann wird gematscht. Also ihr vermanscht das so richtig. Ihr könnt auch einen Pürierstab dazu nehmen. Ihr könnt einen Stampfer nehmen. Ich nehme einfach meine Hände. Also man merkt, das wird dann hier auch schon so eine richtige formbare Masse und dann ist es richtig. So, und wenn die Masse eurer Meinung nach gut ist, dann werden Bratlinge geformt. Die Größe entscheidet natürlich ihr. Ich mache das dann immer erstmal so, dass ich mir hier ja, so kleine Kügelchen forme und die gebe ich dann erstmal auf den Teller. Also die lassen sich schon wirklich richtig gut formen. Und das Schöne ist, die kommen eben komplett ohne Tofu, Soja oder ähnliches aus. Ganz einfach gemacht, ganz schnell und die gelingen eigentlich immer. Kann man auch aus Couscous, Bulgur oder ähnliches machen. Bratlinge sind geformt und jetzt möchten die natürlich angebraten werden. Ich nehme da so in etwa einen Esslöffel Rapsöl und wische das dann hier nochmal so mit einem Tuch aus, dass es einfach nicht so viel Öl ist. Am besten immer eine gut beschichtete Pfanne nehmen. So, und dann werden die Bratlinge gar fertig gemacht. Ja, damit ihr einfach mal seht, wie sowas funktionieren kann, werde ich ein paar panieren. Ich habe hier Vollkorn Paniermehl, so Semmelbrösel und paniert ihr einfach mal die Hälfte. Also die Hälfte werde ich hier einfach so plätten, dass ich hier eben so richtig schöne Bratlinge habe. Und die andere Hälfte werde ich einfach mal panieren, damit ihr mal seht, dass es wirklich für jeden Geschmack gut funktioniert. Und dann kann man Burger draus machen oder... Also lassen sich wirklich gut formen und schmecken richtig, richtig lecker. Und vor allem weiß man, was drin ist und kann sich reinmachen, was man gerne möchte. Und da wende ich die dann einfach so drin. Saftet ganz gut. So, und dann habe ich mir jetzt habe ich mir die schon mal in die Pfanne gegeben. Und dann werde ich einen Teil eben, ohne Paniermehl und einen Teil mit anbraten, damit ihr einfach mal den Unterschied seht. Die hier, die passen jetzt auch alle gut da rein. So, und dann brate ich die von beiden Seiten scharf an, dann schalte ich die Temperatur eben runter und lasse die noch eine Weile bei ganz geringer Hitze eben braten. So, meine Burger sind jetzt fertig. Was man jetzt sieht ist, dass die Panierten auch sehr gut funktioniert haben, aber natürlich, wenn ich jetzt mehr Fett nehmen würde, oh, die sind heiß,
werden die natürlich noch knuspriger. Sie sind super saftig, sie sind, weiß ich jetzt schon, super lecker. Ich werde auch mal eins probieren. Also, die sind fantastisch und ich finde, das ist wirklich mal wieder ein tolles Freischnauze-Rezept, zumal man die jetzt zum Beispiel auch auf den Grill legen könnte, wenn man das will. Dann müssen wir sie halt ein bisschen dicker machen, damit die stabiler sind. Aber also, es ist eine super tolle Sache. Jetzt würde mich mal interessieren, wie eure liebsten Bratlinge aussehen oder Frikadellen. Vielleicht gibt es da noch ganz viele Rezepte, die ich noch nicht kenne. Würde mich mal interessieren, schreibt mir das doch mal in den Kommentaren. Und natürlich freue ich mich auch wieder über einen Daumen nach oben, wenn euch mein Freischnauze-Video gefallen hat. Und sagt tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!